weiter mit unseren Australiern. Angriff auf die Portugiesen. Ich habe mittlerweile das Heißgetränk gewechselt, von Tee auf Kaffee umgestiegen und hoffe, dass es jetzt noch ein bisschen besser läuft. Die Portugiesen haben eine Einheit erzeugt in Coimbra, in der Stadt, die von uns umzingelt ist. Letzter Versuch der Verteidigung mit einem Katapult. Problem meiner Sache. Stadtmauer kann schon nicht mehr feuern. Die haben runtergebombt. Hälfte des Lebensbalkens der Stadt ist noch da. Rot durchgestrichenes Herz bedeutet, wir belagern die Stadt. Einheiten von allen Seiten. Das heißt, der Lebensbalken heilt nicht mehr aus, Runde für Runde. Wir haben zwei Katapulte. Die haben die nicht beschossen. Und das Katapult ist einmal befördert. Wir greifen hier einmal an. Feuerfrei. Das Problem ist, falls wir die Stadt jetzt einnehmen, ist das gerade erzeugte Katapult schon wieder Kriegsgeschichte. Dann ist schon der Heiße schon wieder aus die Maus. Oben rechts seht ihr übrigens in der Anzeige der militärischen Stärke, dass wir knapp viermal so stark sind. Sobald das Katapult weg ist, sieht die Bilanz noch etwas besser aus. Einmal pro Stream erkläre ich das immer gerne. Das ist keine Mod, keine Modifikation, die die Werte hier anzeigt. Das bekommt ihr über Escape, Optionen, Interface, HUD-Erträge anzeigen lassen. Das ist also eine Funktion, die im Spiel drin enthalten ist. Wir schießen mit dem zweiten Katapult einmal drauf. Schießen die Stadt sturmreif. Aua. Sehr schön. Was wir jetzt machen, wir gehen rein mit der Einheit gehen wir in die Stadt rein. Dann wird das Feld hier frei, dann können wir den Bogenschützen nach oben in Sicherheit bringen und mit dem Reiter, der vier Bewegungspunkte hat, auf das Feld draufziehen und dann den hier schützen. Also dafür sorgen, dass der Bogenschütze durch den Reiter hier nicht gekillt wird. Das hier Angriff rein in die Stadt. Wir erobern unsere Eisenmine. Katapult ist Geschichte. Coimbra gehört uns. Die sechste Stadt, die wir besitzen. Mit fünf sind wir heute gestartet. Die sechste ist gerade dazugekommen. Und ich frage mich immer noch, wie das eigentlich auf Portugiesisch richtig ausgesprochen wird. Ich sage immer Coimbra, weil ich muss ehrlich sagen, mein Portugiesisch ist bei 0. Also 0,0. Ich kenne mich sowas von gar nicht mit Portugiesisch aus. Wir wollen die Stadt behalten. Erobern dann den mit Absicht nicht geplünderten Campus hier unten zurück, der vier Wissenschaftserträge bringt. Vier deshalb, weil er einen Zweierertrag hat. Der wird verdoppelt durch unsere Campus-Bezirksnachbarschaftsbonus-Karte Naturphilosophie. Und indem wir die Mine hier repariert haben, geht der Plünder, die -1 Attraktivität durch die Mine auf das Nachbarfeld weg. Dann ist das Feld hier vorne. Ihr seht es in dieser Übersicht bei der Anziehungskraft. Auf nicht mehr auf Durchschnitt auf 1 in der Zahl der Anziehungskraft, sondern auf bezaubernd auf 2. Und weil das eine Spezialeigenschaft ist unserer Australier, gibt es dann einen extra Wissenschaftspunkt, der generiert wird, der verdoppelt wird durch Naturphilosophie und da sind wir bei 6 statt bei 4 Erträgen. Und das lohnt sich. Mit der ziehen wir eins zurück, bringen die in Sicherheit. Mit dem ziehen wir eins vor, damit der Kollege hier unten auch nicht durchziehen kann und bleiben dann da stehen. Greifen hier einmal an. Schwächen den. Er ignoriert Kontrollzone. Er kann ja gleich hier rum und rauf reiten. Hat vier Bewegungspunkte. 1, 2, 3, 4. Hier kommt er nicht hin. Auf dem Feld könnte er durch Plündern des Bauernhofes heilen. Aber das sollte er eigentlich nicht schaffen. Was wir allerdings machen können, ich wette, also ich kann mir gut vorstellen, er zieht gleich hier rauf. Ob er es wirklich macht, weiß ich nicht. Wir ziehen mal. Mit ihm hier hin. Mit dem hier vorne hin. Hier wird in 3 Runden angeblich rebelliert. Das ist doof. Wir müssen uns dringend was überlegen. Wir haben hier vorne Gouverneur Victor. Wenn Victor eine weitere Beförderung hätte, könnten wir ihm geben, Garnisonskommandant. Dann wird er seiner Stadt und der Städte in einem bestimmten Umfeld drumherum bis zu 9 Geländefeldern Entfernung 4 Loyalität extra geben. Das wäre cool. Die Anzeige hier ist noch nicht korrekt hier.
was hier genau steht, der Wert hier, die minus 16, das kann sich noch ändern. Das, nach dem Rundenwechsel wird es aktualisiert. Dann haben wir die reelle Zahl, aber es macht uns halt trotzdem Schiss. Das ist heftig hier. Ne? In dem Augenblick, wo wir Faro eingenommen haben, sieht die Sache schon etwas besser aus. Die Frage ist, können wir einen Gouverneur dorthin schicken? Können wir. Den nächsten Gouverneurstitel bekommen wir. Und durch die Gilden bekommen wir einen Gouverneurstitel. Das dauert eine ganze Weile. Das sind alles nur Gesandte hier. Dann hätten wir einen Titel mehr. Was wir alternativ machen könnten, wir könnten Armani von hier abziehen. In dem Augenblick, wo wir Armani abgezogen haben, haben wir vor Ort allerdings nicht mehr vier, sondern nur zwei Gesandte. Und dann fällt der Suzerän-Bonus weg und dann würden all die Militäreinheiten hier Geschichte sein. Das ist doof. Das würde ich gerne vermeiden, ne? Wir können Pingala rüberziehen. Pingala ist im Augenblick noch nicht durchbefördert. Pingala hat lediglich die Startbeförderung. Die gibt die. Es ist eigentlich egal, wo der steht. Das kann man machen. Wir können Pingala einmal rüberziehen. Pingala ziehen wir hier ab, schicken ihn nach Coimbra hin. Was anderes fällt mir gerade ein. Regierungsplatz können wir bauen, aber den müssen wir auch erstmal fertig bauen. Gebauter Regierungsplatz gibt der Stadt vor Ort 8 Loyalität. Und den könnten wir hinsetzen. Hierhin, hierhin, da vorne hin. Immer nur der Stadt. Lokal vor Ort. Hier vorne sind wir mittlerweile bei nur noch 4-3. Monument ist nicht da. Kann man auch nicht reparieren. Monument bringt Nummer 1 mehr. Also wir schicken erstmal Pingala dorthin. Er ist zwar in 5 Runden erst etabliert, also vor Ort angekommen und hat sich gefestigt, aber die plus 8 auf die Loyalität gibt er jetzt sofort. Jetzt sind wir bei minus 10. Das ist immer noch natürlich sehr, sehr krass. Der Bau eines Regierungsplatzes scheitert daran, dass wir erstmal 4 Bürger brauchen, denn ein Bezirk ist schon gebaut, der nächste Bezirk ist freigeschaltet, der nächste Bauplatz mit 4 Bürgern, dann bei 7 und so weiter. Das heißt, das klappt hier nicht. Hier vorne könnten wir einen bauen, aber das hilft der Stadt hier unten nicht. Monument kaufen wäre eine Möglichkeit, nur wenn wir das Monument kaufen, das kostet so um die 260, 240 Gold, dann können wir danach, haben wir danach kein Geld mehr, um unsere Speerkämpfer zu pikenieren, zu befördern. Das würde ich schon gerne machen. Und das Monument bringt ja auch nur eine Loyalität mehr. Die zweite Loyalität kommt nur dann, wenn die Loyalität beim Maximum ist, das ist nicht der Fall. Und der eine Loyalitätspunkt nimmt uns die Möglichkeit, die Speerkämpfer zu pikenieren, nachher abzugraden und gibt uns nicht die Möglichkeit, die Stadt zu halten. Das klappt nicht. Ja, der Bau eines Regierungsplatzes sorgt dafür, richtiger Hinweis im Chat, dass wir auch einen Gouverneurstitel dazu bekommen. Und der neue Gouverneurstitel könnten wir dann entweder investieren in einen Gouverneur, einen neuen Gouverneur, der in der Eroberung in Faro sich niederlässt und dort plus 8 Loyalität gibt, oder der Viktor die zweite Beförderung gibt, die seiner Stadt und den Nachbarstädten 4 mehr an Loyalität gibt. Der Bau eines Regierungsplatzes wäre sehr schnell möglich in einer bevölkerungsreichen Stadt. Bulberta ist naheliegend, hier haben wir 16 Produktion, in allen anderen hier nur 7, hier vorne 5. Würden wir eine der Frontstädte nehmen, würde der Regierungsplatz vor Ort noch zusätzlich die 8 Loyalität geben. Coimbra geht nicht, haben wir gerade überprüft. In Bea geht es auch nicht, weil wir hier sogar auch erst den 4. Bürger brauchen. Der ist in 3 Runden da. Und hier sind auch, wir können ihn nicht kaufen mit Geld. Und die Produktion ist auch noch zu teuer. Wir haben ja auch dank der, der geringen Loyalität in der Stadt einen deftigen Malus auf die Produktionserträge, die hier produziert werden. Gehen 25% runter. Und haben ja kaum attraktive. Wir müssten rübergehen von der Nahrung auf die Produktion ab dem 4. Bürger und hier nur ein bisschen reparieren. Kann man natürlich alles machen. Gips. Wir ziehen ja immer runter und reparieren Gips. Nee. Wir holen uns erstmal hier die nächste Plantage. Hier unten brauchen wir jemanden, der repariert. Was bauen wir hier? Also es gibt keine schnelle Lösung hier.
Ne? Wir können jetzt den Regierungsplatz woanders bauen, also eigentlich nur in Bulbarta, woanders macht es keinen Sinn. Was wir hier machen, dauert der 5 Runden und wir brauchen erstmal den 7. Bürger. Hier haben wir schon 2 Bezirke gebaut und das hier ist der nächste in 22 Runden drin. Also Regierungsplatz hilft uns momentan nicht. Wir könnten hier von Produktion in Nahrung reingehen, aber alle unsere Pläne, dass wir im Augenblick Speerkämpfer bauen, die zu Pikenieren bauen und so weiter, dafür ist, nimmt auch Bulbarta als produktionsreichste Stadt eine Schlüsselstellung ein. Ich würde eher vorschlagen, dass wir uns einfach damit abfinden, dass Coimbra nachher nochmal flippt, dass wir die Stadt dann zurückerobern und dass wir ihn dann erst Ruhe im Karton haben, wenn wir Faro haben. Vorher läuft das nicht. Wir fangen mal an, das Monument manuell zu bauen, falls wir es uns gar nicht kaufen können. Aber es ist nachher geflippt und weg. Was wir alternativ machen können, ist hier nur, wenn wir davon ausgehen, dass die Stadt sowieso flippt, ein Projekt einzustellen, das uns ründlich Wissenschaft bringt. Denn ich gehe mal davon aus, die Stadt flippt auf jeden Fall. Das können wir nicht verhindern. Und wenn die flippt, dann sind die angebauten Produktionspunkte fürs Monument auch wieder futsch. Ja? Das wäre mein Vorschlag, entweder billig einen Krieger bauen oder jede Runde ein paar Forschungserträge hier bekommen. Es sind ganz geringe, dann nur 3 Produktionen. Schaffen, also wenn in 5 Runden rebelliert wird, vielleicht geht es nachher ein bisschen langsamer, weil hier gleich der 4. Bürger kommt. Vielleicht würden wir den Bau eines Kriegers hinbekommen. Also einen Krieger bauen wäre mein Vorschlag oder Campus-Forschungsstipendien. Dieses Reparieren der Bibliothek können wir machen. Die Frage ist, ist die in 8 Runden fertig? Wir würden die nur dafür reparieren, um die nachher nochmal zu plündern. Das wäre der einzige Grund. Wir würden die jetzt bauen und nach dem Flippen der Stadt nochmal plündern. Dafür machen wir das. Ernsthaft, ohne Scheiß. Und wir bekommen auch hier die Eisenerträge nicht hin. Na, wir können gleich mit dem Handwerker runterrennen, die Eisenmine reparieren, die dann wieder plündern, um Gold zu bekommen und mit dem Gold dann irgendwie nochmal weiterzumachen. Also mein Vorschlag wäre halt, entweder wir bauen einen Krieger oder wir reparieren die Bibliothek oder wir holen uns die Campus-Forschungsstipendien. Ich versuche mal, die Bibliothek zu reparieren. Denn wenn das klappen würde, ich weiß nicht, ob es klappt. Das wäre die fetteste Beute, die wir bekommen könnten. Das Plündern der Bibliothek hier. Produktionsfokus. Nahrung bei. +1. Bibliothek in 6 Runden fertig. Da müssen wir nur eine Runde das noch oder 2 Runden noch hinauszögern. Mal gucken, ob es klappt. Ja. So. Dann machen wir in der Zwischenzeit hier vorne weiter. Der hat angegriffen, der kann nicht angreifen. Einmal heilen und warten, dass Feinde kommen. Einmal heilen. Hier links Einheiten killen, so gut wie es geht. Wir können ja nicht durchziehen. Der kann uns allerdings beschießen. Wir bleiben hier mal stehen und schauen mal, ob einer der beiden auf uns zuzieht. Das sollte eigentlich der Fall sein. Den kriegen wir nicht rübergebracht, Heil. Das wird nicht klappen. Wir benutzen ihn mal als Köder und hoffen, dass von oben nichts kommt und dass die alle nach links ziehen. Dass er da irgendwas hingetüftelt bekommt. Nächstes Ziel ist Faro. Vorher müssen wir allerdings wahrscheinlich nach dem Aushalten der Einheiten erstmal Coimbra wieder einnehmen. Der Kollege halt hier etwas schneller. Nachschub kommt. 3 Runden. Hier ist das Loyalitätsproblem weg. Volle Loyalität in 14 Runden. Durch die Eroberung von Coimbra, dass hier 3 Bürger sind. Für uns ist der Loyalitätsmalus in Melbourne wieder weg. Wir haben nur mehr Druck durch unsere Leute wieder.
Eine Runde Speerkämpfer, drei Runden hier vorne. Eine Runde weiter. Wir werden denunziert von den Arabern. Wir werden als Tyrann beschimpft. Warum? Keine Ahnung. Empfindet ihr mich, Leute, ganz im Ernst? Ehrliche Antwort im Chat. Wer mich als Tyrann wahrnimmt, bitte jetzt im Chat melden. Ja, ich lege viel Wert darauf, eure Meinung zu kennen, Chatmoderatoren. Bitte notiert alle. Konsequenzen reden, besprechen wir später. Äußert frei eure Meinung. Wählt mich für einen Tyrannen. Offen, schreibt es offen rein. Ja, Chatmoderatoren, bitte alle aufschreiben. Alle aufschreiben, die jetzt, ne? Alle auf die Liste, ja? WB ist der liebste Tyrann der Welt. Bullenhorn wird wieder gestrichen. Bullenhorn, alles okay. Alles gut. Hi, Jim Rayner ist da. Chatmod Nummer 2, Grüße an René. Bertrand meint, WB sollte grausamer werden, bitte. Ich arbeite dran. Ja, jetzt wurde hier unser Handwerker gefangen genommen. Ah, den kriegen wir nicht zurück. Wir sind. Mal gucken, wie wir hier operieren. Den hätten wir allerdings auch so wahrscheinlich nicht zurückbekommen. Einmal hier drauf. Wir reden hier über ausgeliehene Einheiten von den Nachbarn. Das wird jetzt knifflig. Also wir könnten den eins zurückziehen, dann überlebt er das. Alternative wäre, den mit Absicht beschießen lassen oder angreifen lassen vom Speerkämpfer, damit er stirbt, damit wir mit ihm nachher den Bogenschützen ja noch in der nächsten Runde ausgeschaltet bekommen. In der Hoffnung, dass er auf ihn feuert, damit der nicht wegläuft. Das wäre mir eigentlich ganz lieb. Ich gehe davon aus, dass der nicht überleben wird. Wir können ihn irgendwo hinten hinbringen, ihn zurück in die Heimat nach Singapur. Vielleicht hält er dann auch aus, nur der hilft uns an dem Krieg nicht weiter. Der ist hier rekrutiert für die nächsten 15 Runden. Wenn wir ihn zurückziehen, hier hinbringen, heilen, dann wieder an die Front, dann sind die 15 Runden abgelaufen. Da haben wir wenig von. Ich würde ihn als Kanonenfutter einsetzen. Ja? Eben hat im Chat doch irgendjemand geschrieben, WB ist kein Tyrann, Terrorwolf, vielen Dank, deshalb kann ich sowas auch machen. Als Tyrann wäre das peinlich, wenn ich das sagen würde, eine Söldnereinheit ist als Kanonenfutter rekrutiert, ich opfere sie für einen billigen taktischen Winkelzug. Aber ich habe ja nichts mehr zu verlieren, weil ihr habt ja schon geschrieben, ich bin kein Tyrann. Deshalb kann ich den ja ruhig opfern. Der verschanzt sich hier vorne. Der macht gleich den Angriff. Ja, dadurch, dass wir auf Heilen klicken, wir können auch auf irgendwas anderes klicken, ist er leicht verschanzt, bekommt leichte Kampfstärke und hält ein klitzekleines bisschen aus. Hier tauchen plötzlich neue Truppen auf. Ja, Schwertkämpfer und Reiter. Kann das sein, dass wir die einzige Eisen... Was war denn das gerade? Kann das sein, dass wir gerade die einzige Eisenmine... erobert haben, die Portugiesen haben. Ich glaube ja. Was hier oben ist, wissen wir nicht genau, aber es sieht verdächtig dann aus, dass das die letzten Eiseneinheiten sind. Wir könnten mal gucken gehen, ob wir raus... Ja, wir kriegen nicht raus, wie viele Eisen die haben. Vielleicht kriegen wir das über die allgemeine Ressourcenansicht raus. Er hat nur 6 Eisen. Es könnte sein, dass ihm jemand Eisen verkauft... Das könnte passieren, aber er selber sollte eigentlich keinen neuen Schwertkämpfer herstellen können und auch keinen Krieger mehr zu Schwertkämpfern upgraden. Das sollte eigentlich funktionieren. Das heißt, wenn wir den ausschalten und das ist der letzte Schwertkämpfer von dem, ne? Mutmaßlich. Der letzte, den wir sehen zumindest. Einmal Feuer frei bitte auf den Kollegen hier unten. Der soll, den will ich unbedingt umbringen, bevor der heilt. Das ist wichtig. Wir könnten ihn auf den schießen lassen, einmal vorziehen, dann würde er über den Fluss hinweg den Angriff. Komm, wir machen das. Der zieht ein Feld vor.
Sehr mutig von dem Bogenschützen, schießt über den Fluss hinweg hier drauf. Ah, schwächt den auch nur. Bekommt eine Beförderung. Wenn er angegriffen wird, kann er heilen. Der ja, den kriegen wir leider nicht in Schussreichweite hin. Der kann abhauen, das ist echt doof. Einmal schwächen. Coimbra rebelliert in 4 Runden. Also wenn die in 4 Runden rebellieren, müssen wir die Stadt flink zurückerobern. Deshalb können wir hier nicht mit unausgealten Einheiten denen hinterherrennen. Die müssen erstmal ausheilen hier. Sobald die sich bewegen, heilen die nicht mehr. Oh, der Reiter ist stärker als der. Warum denn das? Ach, weil er noch kampfstärker ist. Ist riskant. Und wenn er zurück angegriffen wird, stirbt er dann? Könnte passieren, wenn ihn beide nachher angreifen. Schwer zu sagen. Den ziehen wir eins zurück hierhin. Achtung, wenn der hier drauf zieht, kann er heilen. Der muss nur einmal plündern, da darf der nicht hin. Bleibt mal hier und verschanzt sich. Wir bleiben mal überall stehen. Der zieht hier hin und verteidigt das Feld, dass da keiner drauf zieht. Die Katapulte brauchen wir gleich für die Rückeroberung von Coimbra. Das Reparieren der Bibliothek wird mutmaßlich nicht klappen. Wir versuchen es mal weiter. Der kann vorne gleich helfen. Weiter ausheilen, bitte. Weiter ausheilen. Den ziehen wir schon mal raus. Und die beiden tauschen bitte die Plätze ein. Er kann auch in der Stadt heilen hier. Rambock weiter an die Front, wenn ich bitten dürfte. Speerkämpferreit läuft hinterher. Wir haben einen weiteren Speerkämpfer bekommen. Nächstes ist in 2 Runden da. Der Bogenschütze könnte in der Stadt nochmal schießen, heißt es im Chat. Ja, das stimmt. Das können wir machen. Wir machen es mal. Obwohl er dann, ja, wo es ihm nicht gut geht, aber wir machen's. Hinweis kam von und dem untalentierten Mist-Team. Talentierter Vorschlag, danke dir. Aber es reicht nicht aus, um den zu killen. Wir warten hier weiter ab. So, mit dem rennen wir zurück für Reparaturarbeiten, vor allem der Mine hier unten, damit wir die dann nochmal plündern können. Hier sind wir rausgeflogen. Wir hatten offene Grenzen mit den Maori, die sind anscheinend beendet. Und die nochmal zu bekommen, ist schwierig, weil der Kollege uns denunziert hat. Und das ist jetzt echt eine doofe Situation, weil er ist jetzt hier im Niemandsland gefangen und kommt nirgendwo hin. Der kommt nicht mehr ins Wasser. Wir schicken ihn mal ein Stück wieder Richtung Süden. Unsere Einheiten können noch nicht schwimmen. Ich hoffe, die Araber greifen uns nicht an, sonst ist er hier auch bald Geschichte. So, können wir irgendwelche Deals abschließen? Der einzige, mit dem wir einen Deal abschließen können, ist Kyros. Aus irgendeinem Grund, der mir persönlich völlig schleierhaft ist, hasst uns der Rest der Welt, Leute. Warum? Nur Kyros und die Perser mögen uns.
Warum liebt er uns? Sith-Kenner wissen warum? Weil er selber ein Schurke ist. Deshalb liebt er uns, weil er uns glaubt, in uns seinesgleichen einen anderen Schurken erkannt zu haben. Der Typ hier, Kyros, der König der Perser, liebt Leute, die ihre Nachbarn mit Überraschungsangriffen, das ist ein spezielles Feature, die Zange nehmen und malträtieren. Er schätzt Leute, die überhaupt, das ist hier, steht hier vorne, Opportunist. Mag Anführer, die schon mal einen Überraschungskrieg erklärt haben. Lehnt Leute ab, die sowas nicht einsetzen. Er mag uns, weil wir wie er ein Schurke sind. Ja? Das heißt, er mag uns quasi so wie, was weiß ich, wie der Autokrat, der Diktator von Weißrussland, Putin mag. Sowas in der Art und Weise. Ne? Oder umgekehrt. Vielleicht bin ich ja auch nur, spielen wir ja auch Weißrussland, wer weiß. Deshalb können wir mit ihm als einzigen Deals abschließen hier. Wir suchen mal, gucken mal, was mit Gunst hier... Neun. Und jede Menge Zitrusfrüchte. Ja, das ist nicht so viel, aber wir nehmen alles mit, was kommt. Jemand anders wird mit uns keinen Deal machen. Na, es geht. Man kann auch ein bisschen mehr raushauen. Wer den Kreuzer nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Wusste schon der große Dagobert Duck bzw. Dr. Erika Fuchs. Das nehmen wir einmal an. Quecksilber haben wir selber schon von den Kree. Elfenbein bekommen wir auch von den Kree. Baumwolle. Wir haben keine Baumwolle, oder? Wir haben keine Baumwolle. Haben wir die Möglichkeit, an Baumwolle in kürzester Zeit zu kommen? Ja, wenn wir Pharao erobern. Nee, das ist Zucker. Das ist keine Baumwolle. Baumwolle ist hier nicht zu sehen. Da vorne ist Kaffee. Dann versuchen wir mal ein Tauschprojekt hier. Obwohl wir relativ zufriedene Städte haben, aber kann nicht schaden. Einmal hier oben wieder hin. Zwei Gold, 30 Runden lang Baumwolle obendrauf und im Tausch gegen unsere Zitrusfrüchte. Sehr gerne. Dann versuchen wir noch, ihm noch unsere Gunst zu verkaufen. Ja, meine Gunst ist käuflich. Ich bin quasi, ich habe das oft schon gesagt, ein Gunstgewerbler. Ich bin in diesem Gewerbe getätig, wo man seine Gunst verkauft gegen Geld. Hätte ich ja nicht gedacht, ne? Ich sehe aus, als wäre ich als Twitch-Streamer, würde ich mein Geld damit verdienen, dass ich euch hier ein bisschen Unterhaltung oder Informationen anbiete, aber in Wahrheit, das ist mein, ich weiß nicht, was Haupt- und was Nebenjob ist, bin ich noch in einem der ältesten Gewerbe der Welt tätig und verkaufe meine Gunst an jemanden. 9 Gold, was gibt er für alles, was wir haben? Sprich für 16. 7 Gold, 30 Runden lang eingekauft. Toll, super. Bin total begeistert. Haben wir gemacht. Eine Runde weiter. Ja? Oh, den erwischen wir gleich. Der Reiter kann uns nicht entkommen. Der versucht wegzuziehen, der überlebt und der stirbt jetzt wahrscheinlich und opfert sich. Nein, er überlebt! Das ist ja schräg. Ja, greift über den Fluss hin. Hat unseren Bogenschützen gekillt. Das hätte ich nicht gedacht, dass es über den Fluss passiert. Vielleicht wegen des Flankierungsbonus durch den Reiter, der ihn begleitet hat. Das ist bitter. Das ist ein Verlust, der immer schmerzt. Warum? Ja, okay, das war, glaube ich, ein eigener und keine Söldnereinheit. Das tut immer weh. Gemäßigte Flut hier unten. Melbourne wird geboostet mit Erträgen. Gunstqualität ist gleich wieder komplett. Und da rächen wir uns gleich. Und hier können wir nicht durch wegen des Speers hier. Der Speer blockt unsere Kontrollzone. Wir könnten den können wir killen. Das ist eine gute Idee. Und dann vielleicht mit und oder einmal ausheilen. Boah, jetzt, was machen wir denn jetzt? Das müssen wir mal in Ruhe überlegen.